Willkommen zurück zu Baldur's Gate, meinem Blind Let's Play. Wir sind am freundlichen Arm und ja, wollen jetzt unsere Bekannten bzw. die Bekannten von Gorion oder Gorion ja, in unsere freundlichen Arme schließen, denn die sollen hier in der Taverne auf uns warten. Und wir sind jetzt schon zu viert. Die beiden Montaron und Xor oder wie heißt der nochmal? Xar haben sich uns angeschlossen, aber nur vorübergehend, denn die wollen eigentlich mit uns nach Nashkel. Und ja, das wird jetzt sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig darauf, wie jetzt dieses Treffen stattfinden wird. Wir sind ja auch schon fast gemeuchelt worden auf dem Weg hierhin. Ich wollte euch nochmal ganz kurz was zeigen. Ich habe nämlich ein paar Einstellungen vorgenommen. Ich bin hier nochmal reingegangen und habe zwei, ja, Einsteiger-Erleichterungen eingestellt. Und zwar, dass wir uns bei Rast komplett heilen. Denn normalerweise ist es nämlich wohl so, dass wir nur Heilungszauber wirken, die wir schon ans eingeprägt haben und die werden dann einmalig benutzt. Und ja, es kann dann sein, dass die Gruppe geheilt ist oder auch nicht. Und ich habe das jetzt mal so eingestellt, dass die Gruppe auf jeden Fall bei Rast geheilt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das, ja, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das so stehen lassen sollte oder ob ich es vielleicht erstmal ohne probiere und wenn wir dann Schwierigkeiten haben, können wir es immer noch einstellen. Ich denke, das werde ich auch tun. Aber eine Sache, die werde ich auf jeden Fall anlassen, das ist maximale TP beim Stufenaufstieg. Das heißt, dass wir, sobald wir eine Stufe aufsteigen, bekommen wir ja meistens Trefferpunkte dazu und die stehen uns dann aber nicht direkt zur Verfügung. Also wir werden da nicht automatisch hingeheilt, sondern da müssten wir erst rasten oder uns heilen. Und das schalte ich jetzt mal ein. Dann werden wir eben ja, bei einem Stufenaufstieg wieder geheilt. Das ist sicherlich auch eine große Erleichterung. Ich bin gespannt. So, dann habe ich hier bei den Rückmeldungen noch die Trefferwürfe mal eingeschaltet. Wenn wir kämpfen, werden wir jetzt sehen, was wir würfeln und können uns dann entsprechend freuen oder ärgern. Da bin ich auch gespannt. Genau, und dann habe ich mich noch mal ganz kurz schlau gemacht bezüglich des ETW0 und der Rüstungsklasse. Da habe ich nämlich einen netten Hinweis auf dem Discord-Server bekommen, nämlich, dass es so ist, dass je niedriger die Rüstungsklasse, desto besser. Und man kann auch einen negativen Rüstungsklassenwert haben und dann wird es umso schwieriger, uns zu treffen. Wenn wir jetzt ETW 018 haben und wir gegen einen Gegner kämpfen, der eine Rüstungsklasse von 5 hat, dann wird das abgezogen. Das heißt, wir müssen dann eine 13 würfeln, um ihn zu treffen. Das heißt, das ist schon ein relativ hoher Wert, den wir da erreichen müssen, also Würfelwert. Und ja, je höher die Rüstungsklasse des Gegners, desto leichter können wir ihn treffen. Wir selbst haben anscheinend aktuell eine Rüstungsklasse von 5. Zumindest stand das da irgendwo. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Bei Kampfwerte, da Rüstungsklasse 5. Und da würde ich auch vielleicht vorschlagen, dass wir das mal beobachten. Weil ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das hier genau errechnet wird. Wenn ihr da übrigens Informationen habt, immer gerne in die Kommentare damit. Das lese ich mir sehr gerne durch. Nur bitte nicht irgendwie spoilern, dass ihr von wegen, ja, den tollen magischen Gegenstand findest du da oder den findest du da. Das würde ich gerne selbst rausfinden. Wenn wir ihn nicht finden, dann ist es eben so. Würde ich mich sehr gerne selber drüber freuen, wenn ich denn so etwas finde. Und genau. Außerdem kann ich noch kurz sagen, das ist jetzt die vierte Folge und die erste Folge, die ist jetzt gerade live gegangen als Premiere. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Kommentare schreiben solltet, dann kann ich da jetzt immer erst verzögert drauf eingehen. Genau, dann gehen wir doch mal in die Taverne. Hey Freund, du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Der spricht bayerisch auf jeden Fall. Diese versperrten Straßen heutzutage sind wirklich das Letzte. Mein Onkel ist in Baldurs Tor
und ich kann ihn nicht besuchen. Was tut euer Onkel? Ist ein Magier und ein mürrischer Alter obendrein. Hört auf den Namen Ragefast. Oder Ragefast? Obwohl wir ihn als Kinder immer Knurrhaut genannt haben. Ha, immer wenn er uns dabei erwischte, hat er Rindenhaut auf uns gewirkt, sodass wir alle braun angeschmiert und mit grünen Haaren herumliefen und für ein paar Stunden unheimlich lustig aussahen. Okay. Okay, wir hätten ihn auch fragen können, warum die Straßen gesperrt sind. Das hätte mich ja auch mal interessiert. Verstanden. Aber gut. So, wir sind in einer Taverne und... Das war ein anstrengender Arbeitstag. Ja, wir sind auch ein bisschen erschöpft tatsächlich. Da sollten wir dann vielleicht nachher mal nächtigen. So, können wir hier mit den Leuten reden. Ein Bürger. Hey da, Neuling. Euch wird es hier im freundlichen Abend gut gehen, solange ihr Bentley und Gelana nicht auf den falschen Fuß erwischt. Nur ein kleiner Tipp für euch. Okay, das haben wir nämlich in der letzten Folge auch schon gehört. Genau. Wir sind keine Unruhestifter und Söldner. Nein, nein. Dorn. Das wurde auch Zeit. Noch einen Krug Schwarzbier. Okay. Der möchte, dass wir ein Bier bringen. Ich denke, ihr verwechselt mich mit jemandem. Oder ich bin nicht euer Diener. Holt euch ein Schwarzbier, euer Schwarzbier selbst. Wir sind erstmal vorsichtig. Warum belästigt ihr mich dann? Verschwindet! Ach, okay, der hat auf jeden Fall... Ist der vertont. Nichts lieber als das. Wie unhöflich. War das ein Tagebucheintrag? Ja. Ein grübelnder Halborg im freundlichen Arm hielt mich für eine Bedienstete. Ich war drauf und dran, ihm zu sagen, wo er seine krummen Zähne hinstecken kann, entschied mich aber doch dagegen. Er sieht wie jemand aus, der im Kampf nützlich sein kann. Vielleicht treffe ich ihn unter besseren Umständen wieder. Oh ja. Supi. So, dann haben wir hier noch weitere Bürger. Und... Genau. Wir merken uns mal den Namen Dorn. Brauche ich mehr Bier? Oh Gott, der rülpst uns direkt an. Balk. Ach, seht euch diese Gabeln und Humpen an. Diese Eisenknappheit kennt mit uns Säufern und Vielfraßen keine Gnade. Kann ich euch irgendwie helfen? Was stimmt denn mit eurer Gabel und eurem Humpen nicht? Sie sind zwar aus Eisen, biegen sich aber unter dem Gewicht des mageren Angebots in diesem Wirtshaus und der Henkel meines Kruges bricht, sodass diese Rattenbrühe von Bier auf meine Hose läuft. Arr, Nessie, bring mir noch eins. Okay. Also diese Eisenkrise, die scheint ja wirklich ein Thema zu sein. Da hat ja jetzt echt fast jeder von erzählt. So, hier haben wir noch einen Surrey. Ja. Ah, ein neues Gesicht an diesem abgeschiedenen Ort. Stellt euch neben mich und lasst uns eine Weile reden. Was führt euch hierher, Reisender? Ich war Schmiedelehrling unter Therum Fuiruim in Beregos. Bei der Eisenknappheit hielt ich es aber für besser, woanders hinzugehen. Vielleicht nach Tiefwasser. Therum hat ohnehin schon genug Schwierigkeiten. Das war jetzt aber ein kurzes Gespräch. Ja. Okay. Gut, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen was Längeres. Und ich glaube, da finden wir auch unsere beiden Bekannten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere Truppe vielleicht erstmal was trinken möchte. Hm? Da ist Bentley. Vielleicht können wir... dem ja mal ein Getränk ab. Oh, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Äußerst schlecht. Sind nicht viele Reisende hier durchgekommen in letzter Zeit? Liegt wohl an dem Tohuwabohu drunten im Süden. Nun, was kann ich für euch tun? Bentley Spiegelschatten. Was habt ihr mir zu verkaufen? So, wir können hier wieder ein Zimmer mieten. Das werden wir auf jeden Fall dann auch machen, nachdem wir mit den beiden gesprochen haben. Und wir können natürlich auch hier wieder Gerüchte aufschnappen. Wir können was trinken. Können ja mal hier eine Bierrunde schmeißen.
und hören uns mal ein bisschen um. Aber Gerüchte scheinen hier gerade nicht so wirklich zugänglich zu sein. Na gut. Ah doch. Bentley hat erwähnt, dass es im Süden zu irgendwelchen Schwierigkeiten gekommen ist. Vielleicht sollten wir nach Nashkel gehen. Ja gut, da wollten wir ja auch noch hin. Das war auf jeden Fall noch ein Reiseziel von uns. So, dann sprechen wir doch mal mit den Leuten, die uns hoffentlich helfen können. Kalid. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Ihr erinnert mich an einen Weisen, mit dem ich bekannt bin. Er heißt Gorion. Ohne ihn beleidigen zu wollen, aber ich sehe das auch so. Jahira, pass auf, was du sagst. Das muss das Kind sein, von dem Gorion so oft geschrieben hat. Wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich befürchte das Schlimmste, denn er würde seinem einzigen Kind niemals gestatten, ohne Begleitung zu reisen. Sollte er tatsächlich dahingeschieden sein, so fühlen wir mit euch. Gorion hat oft betont, wie wichtig ihm eure Sicherheit ist, sogar wichtiger als seine eigene. Für den Fall, dass ihm etwas zustieße, hat er sich gewünscht, dass Kalid und ich an seiner Stelle für euch sorgen sollten. Allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden liegt nun in eurem eigenen Ermessen. Wir könnten euch begleiten, bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt, euren Platz im Leben. Ja, okay. Auf diese Weise könnten wir Gorion einen letzten Dienst erweisen, obgleich wir zuerst nach Nashkel gehen sollten. Kalid und ich, wir kümmern uns um die örtlichen Angelegenheiten und Gerüchten zufolge geschehen in der Mine merkwürdige Dinge. Sicherlich habt ihr von der Eisenknappheit gehört. Es wäre gut, wenn ihr uns helfen würdet. Es betrifft uns alle, auch euch. Wir sollten uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen, Baron Gastkill. Ach ja, das war ja der mit dem freundlichen Namen. Eure Gesellschaft wäre mir sehr willkommen. Ich möchte meine eigene Zukunft wählen und Gorions Vergangenheit hinter mir lassen. Ich finde meinen Weg allein. Ich bin bereits auf dem Weg nach Nashkel. Meine Begleiter möchten ebenfalls dorthin. Mhm. Wirklich? Das ist interessant. Wenn das so ist, sollten wir unbedingt zusammenreisen. Man kann die Gefahren der Straße gar nicht ernst genug nehmen, woher sie auch immer kommen mögen. Jawohl. Jetzt haben die beiden uns angeschlossen. Wir haben auch Gold dazu gewonnen, weil die was im Inventar hatten. Und genau, wir haben jetzt hier eine Quest bekommen. Jahira und Kalid möchten, dass ich sie nach Nashkel begleite. So, dann haben wir hier neue Quests bekommen. Da ich ohnehin nichts Besseres zu tun und nur wenige Gefährten habe, sollte ich etwas Zeit investieren, um die Ursache der Eisenknappheit in der Region zu erforschen. Mein nächstes Reiseziel sollte der Ort Nashkel im Süden sein. Okay. Oh ja, wir müssen dann hier den Flammentanzring noch suchen. Nördlich des Gasthauses soll das sein. Genau, und Zar und Montarun freuen sich dann auch, wenn wir in Nashkel ankommen. So, wir gucken uns erstmal unsere neuen Begleiter an. Zu euren Diensten. Da haben wir einmal Jahira. Sie ist Kämpfer und Druidin. Und jetzt gucken wir nochmal. Sie kann gut mit der Keule umgehen, mit dem Kampfstab und mit der Schleuder. So, was kann sie noch? Kämpfer und Druide. Diese Kombination vereint die Fähigkeiten eines Kämpfers und eines Druiden. Es können jedoch nur die Waffen benutzt werden, die vom Glaubensethos des Druiden erlaubt sind. In Waffenfertigkeiten kann sich nur spezialisiert werden. Okay. So, dann haben wir genau die Kampfwerte. Fähigkeiten, Sagenkunde. Und sie hat auf jeden Fall viel Konstitution, also sie ist auch Kämpferin. Und sie ist eine Halbelfe und sie ist absolut neutral. Jetzt interessiert mich natürlich die Biografie, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit ihr. Als sie Jahira nach ihrer Vergangenheit fragt, funkeln ihre Augen vor Zorn. Sie erzählt, sie wurde in der Region Tethyr
als Kind eines dem König Alemanda treu Ergebenen geboren, leider während des Bürgerkriegs. Ihre Familie gehörte zu den Adligen, die sich der wütende Mob von Bauern als Ziel ausgesucht hatte, und sie wurde nur deswegen verschont, weil eine Dienerin sie aus der Burg brachte, bevor diese in sich zusammenfiel. Sie flüchtete sich in den Wald von Tethyr und geriet zufällig an eine Enklave von Druiden, die das Kind gerne aufnahmen. Jahira wurde ein sehr willensstarkes Mädchen, das glaubte, dass die einzige Möglichkeit, die Natur zu schützen, darin bestand, eine aktive Rolle in der Welt zu übernehmen. Sie scheint nicht viel mit Khalid gemein zu haben, doch obwohl sie gerne mit ihm streitet, ist sie ihm anscheinend tief zugetan. Ihr spürt eine große Bewunderung vor Gorion und sie sagt ganz offen, dass der für seinen Tod Verantwortliche ein ähnliches Schicksal erleiden wird. Okay. Was kann sie denn noch? Sie kann Türen öffnen. Türen öffnen können wir auch. Ich glaube, das könnte man immer. Okay. Sehr schön. Dann haben wir Khalid. Der wirkte ja jetzt eben im Gespräch ein wenig ängstlich, beziehungsweise hatte er so eine Sprachauffälligkeit. So, du bist auf jeden Fall ein Kämpfer. Okay, wir sind jetzt echt eine kämpferlastige Truppe gerade. So, dann haben wir Langschwert, Axt und Langbogen kann er. Oh, Sagenkunde 4. Er kennt sich ein bisschen aus. Und wir sprechen mit Khalid und lernen ihn ein bisschen kennen. Als ihr Khalid nach seiner Vergangenheit fragt, gibt er nervös zu, dass er in Kalimshan geboren und aufgezogen wurde. Kalimshan. Er erzählt nicht viel über seine Eltern, doch ihr gewinnt den Eindruck, dass sein Vater, ein Kaufmann, nicht viel von ihm hielt und Khalids Halbbrüdern wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmete. So verschrieb sich Khalid der Kampfkunst und ging bei Mitgliedern der Stadtmiliz in die Lehre. Mit Einzelheiten zu seiner Beziehung mit Jahira hält er sich bedeckt, doch kann er seine Bewunderung für sie nicht verbergen. Auf die Frage, wie er Gurion kennenlernte, antwortet er lediglich, dass sie lange Zeit befreundet waren und viele gemeinsame Bekannte sein Ableben bitter beklagen. Okay, so, was habt ihr denn so dabei? Wir haben hier einmal einen Heiltrank. Sehr praktisch. Okay, er hat hier auch Rüstungsklasse 4 und ist jetzt aktiv, glaube ich, gerade bei Rüstungsklasse 1. Ah, hier können wir das sehen. Wir haben 4. Oder? Ja. Xar hat 8. Jahira hat auch 8 und er hat 1. Okay. Na gut. So. Du hast noch einen Unsichtbarkeitstrank dabei. Den können wir auch an den Gürtel packen. Und sonst hat sie einen Kampfstab, obwohl sie eigentlich, hatten wir nicht gerade rausgefunden, dass sie mit anderen Waffen viel besser ist. Sie ist gut mit der Keule. Dann sollten wir ja eigentlich auch eine Keule besorgen. Dann ist der Kampfstab, hat sie halt nur einen Punkt. Hatten wir nicht... Nee, wir hatten keine Keule. Was benötigt ihr? So, und du, hast du die passende Waffe? Du hast ein Langschwert und ich glaube, das passt auch. Ja, das passt. Aber Jahira sollten wir auf jeden Fall eine Keule geben. Bist du denn besser in einhändigen Kampf oder? Anscheinend hat sie das gar nicht. Hat sie sich da gar nicht spezialisiert. Okay, dann würde ich ihr mal, wenn wir sie jetzt weiterhin mitnehmen. Raus damit. Direkt, ihr mit mir? Hoffentlich lohnt sich's auch. Direkt mal ein. Klartext verstanden. Meine Schenke steht an. Ja, unser neues Reiseziel steht ja somit fest. No, das Geschäft geht es geht nach Naschkel. Schlecht. So, wir holen uns eine Keule. Hat der überhaupt eine? Oh,
Die Geschichte der Schicksalsmünze. Alte Geschichten besagen, dass das Glück im Leben eines jeden eine wichtige Rolle spielt. Wenn ein Neugeborenes in die Reiche eintritt, wirft Thymora eine Münze, die aus den Überresten der ursprünglichen Göttin des Glücks, Tyche, geformt ist, während die Münze in der Luft ist. Ruft Beshaba Mond, Kopf oder Umhang, Zahl. Wenn Beshaba recht hat, wird diese Person für sein oder ihr restliches Leben vom Pech verfolgt. Oh, wie schrecklich. Hat Beshaba Unrecht, ist das Kind für den Rest seines oder ihres Lebens mit Glück gesegnet. Bei einigen wenigen landet die Münze auf der Kante und diese Glücklosen können ihr Schicksal selbst bestimmen, da sie mehr Freiheit über ihr Schicksal genießen als die Götter selbst. Spannend. Die Geschichte des Einhornlaufs. Von Barden und Weisen ist die Geschichte überliefert, dass es sich beim Oberlauf des Einhornlaufs in Wahrheit um den Quell des Lebens und die Wiege der Fruchtbarkeit handelt. Man sagt, dass jede natürliche Rasse aus dem Schoß der Chantea auf Toril am Flussursprung hervorgegangen und dann flussabwärts auf dem Einhornlauf in die Außenwelt gereist sei. Es wird auch behauptet, eine Tochter von Chantea hielte sich am Flussursprung auf und geleite die Neugeborenen in die Welt, während andere Shiala die Rolle der Hebamme zusprechen. Was auch immer die Wahrheit sein mag, Elfen, Korets und Halblinge stimmen in jedem Falle darin überein, dass der Einhornlauf für das Leben heilig und ein Ort äußerster Reinheit ist. Daher herrschen in allen drei Rassen auch strenge Verbote, was Reisen flussaufwärts auf dem Einhornlauf angeht, denn im Falle einer Befleckung des Flusses können auf Toriel keine neuen Rassen mehr geboren werden. Eieiei. Okay. Oh, Moment. So ein Morgenstern, gilt der als Keule? Könnte fast sein, ne? Aber wahrscheinlich ist das eher ein Streitkolben. So, die... Ich weiß nicht, ob wir die Spruchrollen behalten sollten oder ob wir die verkaufen. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Im Zweifelsfall behalten wir sie erstmal. Ich habe jetzt hier tatsächlich keine Keule gefunden. Doch, hier ist eine Keule. Ja, doch, aber steht dran, Fertigkeit Keule. Na dann, her damit. Und den Morgenstern, den können wir eigentlich noch verkaufen. Die sich anständig benehmen. So. Der Eisenhandel während der letzten Wochen stark zurückgegangen. Ja, das hatten wir ja eigentlich gerade schon. Ja, so, und du? Ja, oh, allgegenwärtige Autoritätsperson. Diese Sprüche. So, du bekommst jetzt mal die Keule zugesprochen. Und ja, wahrscheinlich wäre noch... Vielleicht wäre ein Schild noch ganz gut, ne? Ihr wollt es? Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. So, wir gucken gerade noch mal. Rüstungsklassenbonus minus 1. Ah, okay, das ist alles minus 1. Verstehe. Ja, dann holen wir ihr vielleicht auch noch mal einen kleinen Schild. Und was trägt sie für eine Rüstung? Eine Lederrüstung, okay. So. Du hast ein Kurzschwert, du könntest auch ein Schild gebrauchen, oder?
Schleuder. Der ist auch mit der Schleuder echt gut. Vielleicht können wir den ja mal ummünzen zum Fernkämpfer, hä? Den noch eine jetzt will man dem jetzt noch eine Schleuder besorgen. Offen, die sich anständig benehmen. So, Schleuder und Kugeln brauchen wir da wahrscheinlich für die Schleuder. Hoffe ich doch. So. Tap, 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 tap. Genau, dann können wir nämlich die Waffe wechseln. Ich meine, 60 sind jetzt auch nicht so viel. Aber mal sehen. Vielleicht reisen wir ja auch gar nicht so lange. Raus damit! So. Ja, schön. Jetzt haben wir unsere Gruppe schon ein bisschen aufgestockt. Ein bisschen ausgerüstet. Dann schauen wir uns doch hier noch ein bisschen um. Den haben wir hier. Bürger, Bürger, Koch. Ja? Hey, raus aus meiner Küche. Ihr macht mir alles kaputt. Eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen. Bei dem im Palast ist wenigstens nicht so viel los. Da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen. Okay. Können wir mit Nessie reden? Ich hoffe, unser Lokal gefällt euch. Willkommen im freundlichen Arm. Ihr hattet wohl eine anstrengende Reise. Das ist eine Festung hier. Warum so viele Sicherheitskräfte? Bentley wollte aus dem Wirtshaus einen Zufluchtsort für alle Reisenden machen. Jeder kann sich hier aufhalten, aber wir wollen keine Störenfriede in unserem Haus haben. Hat Bentley das hier gebaut? Es sieht so solide aus, als hätte es schon immer hier gestanden. Nein, Bentley und Gelana haben das Wirtshaus nicht gebaut, sondern nur gefunden. Sie gehörten zu einer Gruppe Abenteurer, wie ihr es seid. In den ersten Jahren nach der Zeit der Schatten, als alle Götter auf der Erde wandelten, war das Wirtshaus sogar mal die Festung eines mächtigen, untoten Priesters von Baal. Eieiei. Dem Herrn des Todes. Als der bösartige Priester vom Tod seines Gottes geschwächt war, konnten Bentley und Gelana ihn ein für alle Mal zerstören und seine heruntergekommene Festung für sich beanspruchen. In diesem Ort steckt mehr, als ich gedacht hätte. Die Gegenwart liegt stets als dünnes Furnier über der Vergangenheit. Schaut euch irgendein Gebäude an der Schwertküste genau an und ihr könnt sicher sein, dass die Steine durch den Mörtel der Geschichte zusammengehalten werden. Cool. Okay. Please, seat yourselves whatever you wish. Okay, ich hoffe, dass... Seat yourselves whatever you wish. Ich bin immer noch etwas skeptisch, wie das mit, einfach Sachen nehmen ist. Bin mir halt nicht sicher, ob das so in Ordnung ist. So, Dorn ist immer noch böse. Hört gut zu, Mensch. Wenn ihr mich weiter belästigt, werde ich euch das Genick mit bloßen Händen brechen. Geht. Jetzt. Jetzt. Wow, okay. Ich muss immer darauf achten, dass die Leute teilweise auch vertont sind und ich die dann nicht vorlesen muss. So, da sind wir in der zweiten Etage. Ich bin auch gerade am Überlegen, wir können unsere Gruppe eigentlich auch mal hier parken und dann alleine losgehen. Klartext, macht euch um mich keine Sorgen. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. So, verschlossen, verschlossen. Ja, wegen Schlossknacken könnten wir noch mal gucken. Ich weiß nicht. Denn ich verschwinde jetzt. Sie hat Fingerfertigkeiten. Konnte das Schloss nicht öffnen.
scheint zu schwer verschlossen zu sein. Außerdem liegt da jemand und schläft. Vielleicht sollten wir da nicht unbedingt klauen. Ein Mann sollte seinen Herrn nie zu Eids ansprechen. Habt ihr eine Ausrede dafür, dass ihr hier herumlungert? Wenn ihr nicht zum Betten machen hier seid, möchte ich, dass ihr geht. Verzeiht die Störung, aber was macht ihr hier im freundlichen Arm? Meine Sache ist genau das. Meine Sache. Wenn euch diese Antwort nicht gefällt, könnt ihr euch ja bei Bentley an der Theke beschweren. Sagt ihm, dass ihr in mein Zimmer eingebrochen seid und Auskunft über meine persönlichen Dinge haben wolltet. Ich bin sicher, er wird euch seines Mitgefühls versichern, während die Wachen euch hinaus begleiten. Schönen Tag noch. Okay. Wir sollten vielleicht nicht einfach die Leute ansprechen. Du bist besser in der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen. Unschee. Habt ihr schon gehört? Es gibt da südlich von freundlichen Arm so einen ungehobelten Oger, der total auf Gürtel abfährt. Er wollte mir entweder meinen neuen Gürtel der Durchdringung oder mein Leben nehmen. Wollte nicht mal eine signierte Ausgabe von meinem Buch haben. Hey, wenn ihr mit mir den Gürtel wieder beschaffen könntet, wäre ich euch echt dankbar. Okay. Ein spitzbübischer Oger. Nach den Aussagen einer Zwergenpriesterin namens Unschee hört man wenig südlich vom freundlichen Arm immer mehr von einem spitzbübischen Oger mit einem Gürtelfetisch. Unschee sagt, sie sei Schriftstellerin. Vielleicht schenkt sie mir eine Ausgabe ihres Buchs, wenn ich ihren Gürtel der Durchdringung wiederfinde. Das klingt gut. So, hier liegen und schlafen noch ein paar Leute. Das ist einfach nur ein Bürger. Und wir wollten ja dann auch gleich noch ein Zimmer mieten für unsere Truppe. Da freuen die sich bestimmt, wenn sie sich mal ausruhen können. Hm? Was hat dieses Eindringen zu bedeuten? Ich zahle gutes Geld dafür, nicht gestört zu werden. Mit welchem Recht stört ihr meine Privatsphäre? Oh Mann, immer die Edelmänner, ne? Die anderen stört das nicht. Vielleicht erzählt er uns ja was. Darf ich euch fragen, was euch in den freundlichen Arm führt? Nein, ganz sicher nicht. Das ist meine Angelegenheit. Und so soll es auch bleiben. Haut hier ab, sonst rufe ich die Wachen. Okay. So, hier können wir noch eine Etage höher. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Landrin. Das ist auf jeden Fall... Oh, eine Lederrüstung. Das ist auf jeden Fall die höchste Etage jetzt. Ein Vergnügen, Sie zu treffen. Landrin erzählt, hey, ich habe eine klitzekleine Spinnenplage in meinem Keller in Beregost. Ich wollte nach Baldurs Tor Gift kaufen, aber für meine Beine wäre es so einfacher, ehrlich gesagt. Ach so, aber ich habe das ganz komisch betont gerade. Aber für meine Beine wäre es so einfacher, ehrlich gesagt. Ihr erkennt das Haus, wenn ihr es seht. Es steht gleich westlich vom windigen Schwindler. Wenn ihr mir die toten Spinnen als Beweis bringt, gebe ich euch 100 Goldmünzen. Wenn es euch möglich ist, bringt bitte auch die alten Stiefel meines Mannes und eine Flasche Wein mit. Dann gibt's noch was extra für euch. Ah, okay. Landrin, eine Gnomin im freundlichen Arm, ist scheinbar aufgrund einer Spinneninvasion in ihrem Keller kürzlich von zu Hause geflohen. Sie hat mir erzählt, dass das Haus westlich vom windigen Schwindler in Beregost liegt. Ich bin zwar alles andere als erpicht darauf, tote Spinnen zu meinem Gepäck zu stopfen, aber ohne sie gesehen zu haben, will sie mich nicht entlohnen. Übrigens hat sie eine kleine Extrabelohnung angedeutet, falls ich auch die alten Stiefel ihres Ehemanns und ihre Weinflasche mitbringe. Sehr schön. Eine neue Aufgabe, das heißt mehr Gold für uns. Okay, es scheint auf jeden Fall Einzelzimmer und Gemeinschaftszimmer zu geben. Alles klar. Mit dem Edelmann spreche ich jetzt nicht, der mault uns eh wieder nur an.
Und jetzt gehen wir wieder nach draußen. Und schauen mal nach den Goblins. Oh, es regnet. Hier liegt immer noch die Leiche rum. Das sollte nördlich sein. Na, wir schauen mal. Hier ist übrigens auch noch ein Tempel oder so etwas. Ach so, ich bin auch blöd. Wir wollten ja eigentlich erst rasten, ne? Wir wollten erst mal eine Nacht drüber schlafen, denn wir sind ja immer noch kampfesmüde. Ihr wollt es? Ihr bekommt es. Dann werden wir uns jetzt einfach mal ein Zimmer mieten. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Preishändler, Preis 3. Diese Zimmer sind einfach, aber gemütlich und erfreuen sich besonders bei sparsamen Geschäftsreisenden großer Beliebtheit. Eine ordentliche feste Matratze und sauberes Bettzeug, damit man den Tag gut beginnen kann. Jedoch keine Gefahr läuft, wegen eines zu weichen Bettes zu verschlafen. Okay, ja. Ihr dürft euch nicht ausruhen, wenn eure Gruppe verstreut ist. Ah, okay, dann müssen wir uns erstmal sammeln. Hm? Guck mal hier. So sollte das doch in Ordnung sein. Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. So. Ich guck mal, ob die Müdigkeit dann gleich weg ist. Oder die Erschöpfung. Jawohl, die ist weg. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder frohen Mutes. Und ziehen weiter. Und es ist auch wieder Tag. Macht euch um mich keine Sorgen. Das macht dann auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Dass wir uns den neuen Abenteuern stellen können. Und wir schauen uns hier ein bisschen um. Wobei jetzt hier gerade mal nichts war. Was ist das hier? Für ein Gebäude. Ihr seid willkommen hier unter den Augen von Karl Glitzergold. Gelana Spiegelschatten, das ist ja dann die Frau von, oder die Schwester von Bentley. Für ein paar ehrwürdige Münzen kann ich euch heilen, falls ihr es wünscht. Danke, aber wir sind nur hergekommen, uns umzusehen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ein Tempel. Aber ich glaube, hier gibt es für uns erstmal nichts weiter. Verstanden. Ah, wir können die KI der Gruppe auch ausschalten, sehe ich gerade hier unten. Dann machen wir mal einen kleinen Spaziergang. Das ist dann wahrscheinlich in die Richtung. Wobei hier sind nur Kühe. Dann müssen wir wahrscheinlich außerhalb der Burg gucken. Ihr wollt es? Hier waren wir schon, oder? Das war, da haben wir doch die Aufgabe bekommen. Mit den Goblins. Oder war das ein anderes Haus? Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Macht euch um mich keine Sorgen. Ja gut, nee, dann müssen wir wahrscheinlich von außen gucken. Dann haben wir jetzt hier. Sind wir halt quasi hier einmal in der Festung. Zum freundlichen Arm. Und die Goblins müssen dann in den Ländereien drumherum sein. So wie ich das verstehe. Schauen wir mal. Diese Steine können wir gar nicht hinaufklettern. Das sieht gar nicht so verkehrt aus hier.
Bin gespannt. Die Burg ist auf jeden Fall echt groß. Oder die Festung. Die sollten wir schnell platt kriegen. Ja. Eine Lederrüstung, ein Helm, Gold und ein Bastardschwert. Und noch mehr. Noch eine Lederrüstung, noch ein Helm. Silberkette. Und da ist der Flammentanzring. Supi. Wer hat das jetzt aufgehoben? Ich weiß es nicht. Klartext bitte. Okay, wir haben es aufgehoben. Genau, den Flammtanzring, den bringen wir gleich zurück. Die Silberkette sollte wahrscheinlich nur Handelswert haben. Eine Halskette ist ein Schmuckstück aus Silber, Gold, Platin oder einem ähnlichen Edelmetall. Halsketten werden, wie der Name schon sagt, immer um den Hals getragen. Sie können von beliebiger Länge sein und sind oft mit Edelsteinen verziert. So, genau, dann haben wir hier noch ein Bastardschwert bekommen. Das ist aber genauso gut wie unseres, da ist kein Unterschied. Wir könnten jetzt noch die Helme verteilen, theoretisch. Wobei nicht jeder einen tragen kann, glaube ich. Und die meisten haben schon einen. Sie hatte jetzt keinen. Kannst du einen tragen? Ja. Super. Und die Heiltränke sind auch nicht unbedingt verkehrt. Ach, die kann man auch stapeln, die Heiltränke. Machen wir das doch. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir nämlich vielleicht hier auch noch irgendwie... Nee, Spruchrollen kann anscheinend eher wirken. Müssen dann nur aufpassen, dass wenn die unsere Gruppe verlassen, dass wir denen dann unser Zeug wieder abnehmen. Ist nur ausgeliehen. Was benötigt, verstanden? Okay. Da würde ich doch sagen, es war eine sehr erfolgreiche Goblinjagd. Gucken wir uns trotzdem vielleicht hier gerade noch ein bisschen um. Es tut auf jeden Fall gut, eine volle Gruppe zu haben. Mehr Goblins! Metzelt sie nieder. Noch ein Helm. Ein Mondstein. Regen oder Sonnenschein. Ich genieße es, im Freien zu sein. Der Mondstein ist ein undurchsichtiger weißer Feldspat, der durch Polieren einen bläulichen Schimmer erhält. In alten Legenden heißt es, dass der Anblick eines Mondsteins einen Lykanthropen in seine Tierform zurückverwandelt. Okay. Ob dies wirklich stimmt, ist nicht bekannt, denn scheinbar konnte bisher niemand, der einen aus nächster Nähe sah, persönlich darüber berichten. Mondsteine wurden jedoch schon in Zaubern verwendet, die diesen besonderen Fluch bewirken. Okay, da ist das Inventar voll. Wir müssen gleich echt ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Richtig viel Loot abgegriffen. Was braucht ihr? Sehr schön. Ich mache eure Arbeit. Ihr habt eine Aufgabe? Irgendwas liegt hier noch. Wie ihr wünscht. Raus damit. Macht euch um mich keine Sorgen. Eure Dienerin steht zu euren so gut wie erledigt. Genau. So, jetzt sollten wir alles haben. Klartext bitte. Verstanden. Dann gehen wir gleich voll bepackt mit
Blut zurück zur Burg. Zurück zum freundlichen Arm. Geben den Ring ab. Und freuen uns über unsere Belohnung. Bisher läuft es doch wie am Schnürchen. Aber wir haben natürlich auch noch nicht wirklich angsteinflößende Gegner getroffen. Na, kommen wir hier vorbei. Ich vermute ja mal, dass wir dann in Nashkel auf jeden Fall Ärger bekommen werden. Um den wir uns kümmern dürfen. Die freundliche Dame denn jetzt? Ich glaube, die war hier links, ne? In diesem Haus direkt. Sie hatte ja gesagt, wir machen das nur aus Nächstenliebe, aber ein bisschen Erfahrung kriegen wir dafür bestimmt. Was ist das überhaupt für ein Ring? Was benötigt ihr? Den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ein Ring ist ein kleines Band aus wertvollem Metall, das als Schmuck am Finger getragen wird. Einige Ringe sind verzaubert und verleihen magische Fähigkeiten. Diese Ringe sind heiß begehrt, insbesondere von Abenteurern und Magiern. Aber der hier hat jetzt anscheinend gerade keine Verzauberung. Ihr wollt es? Ihr bekommt es. Na gut. Verstanden. Ich bin ganz Ohr. Joja, ich danke euch. Diesen Ring bekam ich geschenkt, als ich allein von zu Hause auszog. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihn so ein stinkender Hobgoblin hätte. Ihr habt ein gutes Herz. Das werde ich auch allen sagen, die mich nach euch fragen. Xa, gefällt das nicht? Er sagt, müssen wir denn so unerträglich gutherzig sein? Okay. Ich habe einen Flammentanzring zu Joja in den freundlichen Arm zurückgebracht. Sie zeigte sich sehr dankbar, auch wenn sie mich nicht mit Gold entlohnen konnte. Ja, das hat dann bestimmt was gebracht. Naulandrins Habseligkeiten, die bekommen wir ja, dafür müssen wir ja nach Beregost. Das ist natürlich ein bisschen weiter weg. Verstanden. Ja, und dann würde ich doch sagen, geht's jetzt auf nach Nashkel, hä? In der nächsten Folge. Ja, an der Ecke haben wir jetzt noch nicht alles erforscht. Können wir ja gerade mal gucken noch. Und dann dürfte das da unten im Süden sein. Da müssen wir auch ein bisschen reisen. Ein Jahrmarkt, du? Okay. War denn eigentlich der Wegweiser auch so? Hatte der auch nach Nashkel gezeigt, an dem wir da vorbeigekommen sind? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, noch mehr Goblins, mehr XP für uns. Die sind ja wirklich harmlos. Und stimmt, wir wollten ja auch noch Sachen verkaufen. Ja? Ihr braucht meine Hilfe? Also langsam wird's etwas eng. Wir können ja nicht unendlich viel tragen. Wir sind jetzt langsam alle schon etwas überlastet. Macht euch um mich keine Sorgen. Sehe.
bin mir auch sicher, dass man hier ab und zu was entdecken kann, wenn man genau die Karten abläuft und hier guckt. Den Wald erforscht sozusagen. Wir wollen uns nichts entgehen lassen. Okay, dann heißt es, dann würde ich doch sagen, oh, warte mal, hier ist noch mehr Loot, den ich übersehen habe. Mich kümmert's nicht. Habt ihr mit mir gesprochen? Ich mache eure Arbeit. Was benötigt ihr? Wollt es? Hoffentlich. Ihr bekommt es. Ich mache eure Arbeit. Du kannst noch was tragen, super. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Raus, ihr wollt es? Ihr bekommt es. Genau, dann würde ich in der nächsten Folge einmal einen Abstecher machen und verkaufen. Das mache ich dann kurz offscreen, dass ich da jetzt einmal hinlaufe. Und dann geht es nach Süden, würde ich sagen, Richtung Nashkel. Und ich bin sehr gespannt, was uns da bezüglich der Eisenkrise so erzählt wird vom Bürgermeister. Und da werden dann ja sicherlich auch unsere Begleiter noch ein bisschen was zu sagen, warum die daran interessiert sind. Ob es da ein nettes Kopfgeld gibt oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir doch sehr gerne ein Like oder Kommentar da oder am besten auch beides. Ich liebe immer die Interaktion mit euch. Seid ihr alteingesessene D&D-Liebhaber? Habt ihr Baldur's Gate selbst gespielt? Genießt ihr es hier gerade nur mit mir zusammen und seht es auch zum ersten Mal? Sehr, sehr gerne einmal einen kleinen Gruß in die Kommentare. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann könnt ihr sehr gerne auch abonnieren. Da freue ich mich sehr drüber. Okay, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.